Lord Pappnase. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Risen 1. Wir haben das letzte Mal Kapitel 4 gestartet. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Ich habe nämlich mal geguckt, auf dem Aufnahmerechner sind nur noch 800 Stunden Festplattenspeicher frei. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. So. Was gibt's? Okay, Ursigo hat nichts mehr. Greift ihr mich jetzt eigentlich an? Ja, okay, ich werde von allen angegriffen. Oh, yeah. Ziemlich unhöflich von denen, um ehrlich zu sein. Ziemlich unhöflich. Jetzt frage ich mich gerade, wo muss ich eigentlich questtechnisch hin? Ah, mit der Rune, genau. Zu den Magiern muss ich. Ich will da aber, glaube ich... Ich mach dich fertig! ...zurücklaufen. Damit ich zum einen die Ordenskrieger hier mitnehmen kann. Und um zu gucken, ob sich da jetzt irgendwas noch auf dem Rückweg getan hat. Ich gehe zwar nicht davon aus, aber die Ordenskrieger kann ich mitnehmen. Genau, also wir müssen jetzt zum Magier für die... sag schnell. Die Rune. Ich werde dich zerstören. Oh, Kommandant gegen Hauptmann. Na, Hauptmann gewinnt. Aha. Zwei Tränke. Schaut mal. Ist krass, dass sie jetzt alle gegen uns sind. Warte, oh, ich mach mit. Boah, ich will mit draufhauen. Oh, ich muss gleich mal gucken. Mein Headset ist gerade sehr laut eingestellt. Ich habe das Gefühl, ich muss schreien. So, warte mal. So, alles ein bisschen leiser machen. Sehr gut. Oh, und vor allem Kapitel 4 müssen wir abchecken, ob es neue Gegenstände gibt. Von den netten Händlern. Nicht. Kapitel 4 könnten die Händler wieder neuen Kram haben. Ich hoffe eine coole Axt. So, ihr habt mir natürlich auch netterweise ein paar Tipps geschrieben, wie das mit dem Axtkampf läuft. Und ihr habt eh gemeint, die Äxte sind halt die langsamsten der Waffenkategorien. Das macht auch irgendwo Sinn. Und das macht es natürlich alles ein bisschen schwieriger. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Axtkampf. Ich werde da jetzt auch gleich nochmal zwei Stufen reinstecken, weil ich habe ja genug Lernpunkte. Und dann einfach mal gucken, was wir für neue Moves bekommen. Vielleicht wird die Axt ja auch wieder ein bisschen schneller. So, jetzt sind wir gleich oben, oder? Yes. Oh, und es ist gerade Nacht. Schade. So, ich sammle mal noch die Echsenschwerter ein, falls ich nochmal Gold brauche, weil... Die Rüstung, die wir uns geholt haben, die hat ja leider ein bisschen... die hat ja ein bisschen unsere Goldreserven aufgefressen. Da machst du nichts. Okay. Noch ein Echsenschwert, her damit. Und dann quatschen wir mal mit den Magiern hier, ne? Ich muss mit dir über den Inquisitor reden. Was ist los? Warum bist du nicht bei ihm? Mendoza will die Insel vernichten. Er will... was? Du hast richtig gehört, die Insel. Er will sie opfern. Ich verstehe nicht. Das geht mir zu schnell. Erzähl mir alles, was du weißt. Mendoza will den Feuertitan befreien und kontrollieren. Feuertitan? Ja, er wurde einst von einem Titanenlord dort unten eingesperrt. Seine Anwesenheit verhindert, dass die Insel von dem Sturm da draußen vernichtet wird. Weiß Mendoza das? Ja, aber es ist ihm egal. Er will den Titan kontrollieren und als Waffe verwenden. Dazu ist ihm jedes Opfer recht. Verstehe. Was hast du vor? Ich habe mit dem Geist Ursigors gesprochen. Es gibt nur einen Weg, den Inquisitor aufzuhalten. Ich muss Ursigors Rüstung finden und den Titan wieder in sein Gefängnis sperren. Aber ich habe nicht viel Zeit. Wenn der Titan erst einmal frei und im Vollbesitz seiner Kräfte ist... Dann wird diese Insel untergehen. Du kannst auf unsere Hilfe zählen. Wo finden wir die Rüstung? Die einzelnen Rüstungsteile liegen in den Gräbern von Echsenpriestern. Sie werden bewacht. Hier. Ich zeige es dir auf der Karte. Der eine Eingang ist im Banditenlager. Wir werden die Hilfe von Don Esteban brauchen.
Du wirst zu ihm gehen. Ja. Überzeuge ihn davon, dass er keine Wahl hat. Was ist mit dem Inquisitor? Wir sind die Hüter der Flamme. Wir schützen die Insel. Der Inquisitor ist zur Bedrohung geworden und damit zu unserem Feind. Was ist mit dem Rest der Inquisition? Das muss Carlos entscheiden. Er ist der Ranghöchste. Wir können nur hoffen, dass er nicht vergessen hat, warum er hierher gekommen ist. Rede mit ihm und erkläre ihm alles. Ich hoffe, er wird uns helfen. Die Frage, wo ist Carlos hin? Weil er ist jetzt ja nicht mehr in der Stadt. Ah. Ich habe hier diese Rune, aber ich kann sie nicht verwenden. Dann gibt es nur einen, der dir helfen kann. Meister Illumar. Wende dich an ihn. Ich muss erst mit Don Esteban reden. Wenn es wahr ist, was du sagst, geht das hier jeden an. Es ist keine Zeit für irgendwelche Alleingänge. Okay. Ist Meister Illumar noch hier? Ich habe eine Rune. Das alte Wissen verlangt einen klaren Geist, der mit Weisheit gefüllt ist. Ja, genau. Wenn du weise bist, gehst du damit zu Meister Illumar. Okay, ich glaube, wir müssen zu Meister Illumar. Was meint ihr? Ich habe einen Runenstein. Wie? Was? Na, dann lass mal sehen. Ich versuche mal, die Struktur zu entschlüsseln. Ah ja. Wenn du davon Spruchrollen erstellen willst, solltest du zu Meister Illumar gehen. Und hier, diese Pflanzen wirst du dafür brauchen. Ich weiß noch nicht genau, was ich tun soll. Ich habe hier eine Rune, um Barrieren zu zerstören. Aha. Zeig doch mal. Interessant. Eine solche Rune habe ich noch nie gesehen. Bring sie zu Meister Illumar. Er soll ein paar Spruchrollen davon herstellen. Nee, ich weiß, mir ist immer noch nicht klar, wo ich hin soll. Ich rede mal. Ah, hier ist Carlos. Schaut mal. Mendoza ist noch unten im großen Tempel. Was habt ihr dort gefunden? Einen Titan des Feuers. Was? Erzähl mir alles. Gut, also dann. Aber hör genau zu. Ja, leg los. Also, nachdem das goldene Tor offen war, sind wir runter in die Finsternis. Da war noch alles in Ordnung. Aber dann... Aha, so. Wie also weiter? Habe ich die Viecher umgebracht. So, verstehe. Und ich natürlich den Hebel umgelegt. Tiefer hinab. Also musste ich levitieren. Das ist ein super Letztendlich Dialog. Letztendlich habe ich dann die Schädel auf die Altare gelegt und das Tor geöffnet. Wirklich? So. Dann ist er durchgedreht. Er meinte also... Was? Die ganze Insel wird zerstört? Ja, und ich sag zu ihm... Hey, das kannst du nicht machen, aber er schmeißt mich raus und die Tür ist zu. Danke, dass du es mir erzählt hast. Wie stehst du jetzt zu Mendoza? Mendoza und ich haben viele Schlachten geschlagen und ich war stets ein treuer Gefolgsmann. Doch seit er dieses Okular hat, hat er sich verändert. Er grübelt und viele seiner Befehle geben keinen Sinn. So weit wie im Tempel ist er aber noch nie gegangen. Der Mendoza, dem ich Gefolgschaft schwor, hätte anders gehandelt. Dann musst du handeln und mir helfen. Du musst handeln. Ich vertraue dir. Obwohl du zu den Banditen des Don gehörst, hast du stets Loyalität zu deiner Sache bewiesen. Wenn du mir dein Wort gibst, zum Wohle der Insel zu handeln, werde ich dir glauben. Ich gebe dir mein Wort. Wie kannst du mir helfen? Ich werde dir ein paar Spruchrollen geben, die dich bei deinem Kampf unterstützen. Wow, yippie, du könntest mich auch begleiten, weißt du? Dann könnten wir zusammen die Insel... Ach, lassen wir das. So, jetzt... ich weiß immer noch nicht genau, was ich machen muss. Ich rede mal mit dem hier, vielleicht hilft der mir irgendwie weiter. Ich habe eine Rune gefunden. Dann zeig doch mal her. Eine Rune, um Barrieren zu zerstören. Ich kann nichts damit anfangen. Nun, ich kann dir einige Spruchrollen davon anfertigen. Mach du mir die Spruchrollen. Dann wollen wir mal. Dauert einen Augenblick. Ist aber ein langer Gut. Augenblick. Hier sind die Spruchrollen. Wenn du noch mehr brauchst, kannst du jederzeit zu mir kommen. Okay, das ist gut. Das ist nice. Hast du coole Spruchrollen? Oh, der hat Aschenbestie-Verwandlung. Nochmal 2 Stück. Die hätte ich gern. Die hätte ich ja gern. Mmh.
Rest habe ich eigentlich alles genug. Ja, die nehme ich mal. Her damit. Und dann werden wir mal noch dem Don berichten, würde ich sagen, oder? Ich habe mit Carlos über Mendoza gesprochen. Dann kennt er also seine Aufgabe und weiß jetzt, was zu tun ist. Sehr gut. Okay, dann gehen wir jetzt in die Hafenstadt, speichern vorher, um mit Don zu reden. Ich wäre fast direkt ins Banditenlager gegangen. So. Bei Nacht. War schon lange nicht mehr unterwegs. Gut, und dann holen wir uns mal... wir gucken mal beim Händler vorbei. Zuerst. Hallo, jemand zu Hause? Ich möchte einkaufen. Hallo? Du willst dir doch wohl nichts einstecken. Nein, nein, ich möchte kaufen. So, hat der was Neues? Nee, er... Ah, doch, warte mal, hier, ein Schild. Äußerst robuster Schild. Das ist besser als meins, ne? Yes. Oder wäre auch noch ein Rundschild gewesen, was besser ist. Ich glaube, das hat da auch einer in die Kommentare geschrieben. Ich kauf mal das Schild hier. 1000. 1000? Ist ja Wucher. Das ist ja Wucher. Gut, was verkaufen wir denn? Hier ein paar Schwerter. Bitteschön. Titanenschwert. Wo habe ich das denn her? Titanenschwert. Sogar richtig stark. Habe ich das aufgesammelt? Weiß das jemand? Ich habe nicht aufgepasst. So, die Klingenstäbe sind Gott sei Dank relativ wertvoll. Das ist schön. Dann können wir vielleicht ein paar Tiertrophäen wieder loswerden. Das Bestienfell ist einigermaßen wertvoll. Aber echt krass, dass ich nochmal in den Goldmangel reingekommen bin gegen Ende. Diese Rüstung war einfach zu teuer. So ein Wucher. Gut, wie sieht denn das Schild aus? Was suchst du? Das ist ein richtig fettes Schild. Oh, gefällt mir. Es war nicht so filigran wie das andere Schild, dessen Name ich direkt noch im Kopf habe. Das Runenschild. Ist nicht so filigran, aber auch ist schick. Dahinter kann man sich verstecken. So, lieber Don. Ich könnte deine Unterstützung gebrauchen. Du redest von dem Vulkantempel. Ganz genau. Ich weiß, dass wir alle sterben werden, wenn deine Mission keinen Erfolg hat. Dennoch kann ich dir nur wenig Unterstützung gewähren. Meine Aufgabe habe ich hier zu erledigen. Natürlich. Alles, was ich für dich tun kann, ist... dir diesen Trank hier mit auf den Weg zu geben. Ich habe ihn lange aufbewahrt und auf den Moment gewartet, an dem ich ihn brauchen würde. Ich denke, dass dieser Zeitpunkt gekommen ist. Ich gebe ihn dir. Verschwende ihn nicht. Besser als nichts. Ich danke dir. Ein Stärketrank. Da schau mal einer, guck. Gleich mal weghauen. Haben wir noch 190 Stärke. Ich wüsste ja gern, wo ich noch andere Heldenkronen übersehen habe. Ich hatte ja, glaube ich, 13 oder 14 gefunden. Das heißt, ich muss 6 Stück übersehen haben. Das finde ich ja fast skandalös. Na, immerhin, der Stärketrank, den nehme ich tatsächlich ganz gerne. Und dann würde ich sagen, teleportieren wir uns direkt ins Banditenlager. Wenn ich es finde, hier. Und gucken mal, ob da der Schmied was Neues hat. Und wenn wir schon da sind, dann können wir gleich den Tempel angehen, würde ich sagen. Gehen wir gleich in den Tempel rein, wenn wir schon da sind. So. Kann ich eigentlich irgendwas Neues schmieden? Nee. Kann ich hier was Neues machen mit dem Antimagie-Kristall? Was ist das? What the fuck? Oh, das ist ja richtig gut für Magier. Für alle Kristallmagie plus 2. Das ist heftig. Mit einem Saphir. Diese Ringe und Amulette sind einfach krass, finde ich.
Oh, hier Amulette Antimagie. Minus 2 auf alle Geschosse, aber dafür Schutz vor Eisfeuer und Magie. Wobei, das wirkt jetzt nicht ganz so gut, ehrlich gesagt. Aber warte mal, wenn ich das Amulett schmiede... Wow, wait. Warte mal, wenn ich das Amulett jetzt baue... Ja, werf die Fackel in die Holzhütte, das passt schon. Wenn ich das Amulett baue, kann ich dann Magiekristalle nutzen, auch ohne, dass ich Magier bin? Das will ich gerade mal testen, weil das wäre ja geil. Gute Arbeit. So. Warte mal. Mich jetzt kurz umziehe. Oh, ich habe keine... Ich habe die Kristalle nicht mehr. Ah, ich habe die verkauft, weil ich dachte, ich brauche die nicht mehr. Ah, ich muss die zurückkaufen. Aber es scheint so, ne? Oh, geil. Das muss ich testen. Die hat, glaube ich, der Schmied in der Stadt. Die kaufe ich mir. Jetzt nicht gleich, aber wenn ich wieder in der Stadt bin. Das ist ja mega. So, hast du was Neues? Nee, leider auch nicht. Gut, der hat jetzt Smaragd und Bernstein. Okay, nee, aber leider auch nicht das, was ich bräuchte. Hm, schade, dass die Händler so wenig Neues haben in Kapitel 3 und 4. Da ist wohl eher gedacht vom Spiel, dass man Sachen sammelt und in der Gegend findet oder so. Okay, ah, guck mal, Fincher ist hier, hi. Ah, na? Da bist du ja. Ich grüße dich. Gute Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen, Carlos in den Arsch zu treten. Wie ist die Lage? Hervorragend. Esteban ist in die Hafenstadt zurückgekehrt und ich bewache hier das Gold bis zur endgültigen Aufgabe dieses Stützpunktes. Das Einzige, was uns hier ab und zu noch zu schaffen macht, sind diese elenden Echsen aus den Tempelruinen. Aber bisher sind wir mit ihnen immer noch fertig geworden. Ich mache mir da keine großen Sorgen. Vorausgesetzt, es wird nicht noch schlimmer, versteht sich. Ich brauche bessere Ausrüstung. Nimm dir deinen Anteil von unserem Goldhaufen dort drüben. Du hast es dir verdient. Es sind auch einige wirklich interessante Stücke dabei. Das eine oder andere davon wird dir sicherlich weiterhelfen. Das wusste ich gar nicht mehr, dass man das darf. Warst du schon mal in dem unteren Gewölbe dieses Tempels? Wir sind noch nicht sehr tief in die unteren Gänge dieser Anlage vorgedrungen. An einer bestimmten Stelle dort drüben fanden wir so ein merkwürdiges blaues Kraftfeld. Wir haben es bisher nicht geschafft, es zu überwinden. Ist klar. Euch fehlt der entsprechende Zauberspruch. Siehst du? Da weißt du mehr als ich. Wenn du eine Möglichkeit findest, da unten reinzukommen, dann tu es. Ich wäre dir nur sehr dankbar, wenn wir oben nicht von den Monsterhorden da unten überrannt werden, okay? Mir könnte mal auch jemand helfen. Ah. Wenn wir das Übel aus dem Vulkantempel nicht stoppen, dann wird es schlimmer. Ich bin mir sicher, dass du das schon hinkriegst. Wie kommst du darauf? Das kann ich dir nicht erklären. Es gibt Leute, die sind dazu ausersehen, Großes zu vollbringen. Du bist so jemand. Das wusste ich schon, als ich dich das erste Mal sah. Wenn du uns unsere Insel nicht rettest, dann wird es niemand tun. Ja, ja. Das ist mir noch nie so extrem aufgefallen. Ich meine, in Gothic 1 und 2 ist das ja auch so ein bisschen, dass immer man selber alles machen muss. Wobei, es stimmt gar nicht. In Gothic 1 bist du ja mit Milton, Gorn und so. Die helfen dir ja. Aber in Risen habe ich ständig das Gefühl, die Scheiße allein machen zu müssen. Das finde ich tatsächlich nicht so gut gelöst gerade. Ist mir vorher nie so richtig aufgefallen. Ja, gut. Jetzt gibt es nichts mehr auf diesem Goldhaufen zu holen. Dieser Goldhaufen ist offiziell leer. Was willst du? Was ist hinter der Tür? Zum Zimmer des Don hat niemand Zutritt. Geh zur Seite. Ich muss hier rein. Jawohl, Hauptmann. mit dem hätte ich mal früher reden sollen. Oh, eine Schatztruhe. Was hat der Don denn da versteckt? Nochmal von vorn. Geht doch. Tada! Moneten. Her damit. Das ist gar nicht dahin, wo ich hin wollte. Ja, okay, wohl. Das war eine coole Truhe. Mehr Heiltränke und noch mehr Gold, das gefällt mir. Der Don hat ja echt guten Loot gebunkert.
Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist... Hä? Der Dietrich ist abgebrochen. Geht doch. Na bitte, geht doch. Und auch nochmal Gold. Keine schlechte Ausbeute, muss ich sagen. Aber wo will ich denn dann eigentlich hin? Wo geht's denn ins Gewölbe da nach oben vielleicht? Draußen wird's gerade hell. Sehr schön. Das sieht doch richtig aus hier, oder? Ja, das sieht doch... Oh, da wartet auch ein Ghoul auf uns. Der will aufs Maul. Oh, ich habe aber das Gefühl, das Schild bringt schon ein bisschen was. Ich kann ja diese Schutzwerte in Risen auch überhaupt nicht einschätzen. In Gothic ein bisschen mehr, in Risen so 10 Schutz viel? Keine Ahnung. Und nicht vergessen, ich kann mich auch, wenn es nervig wird, in eine Aschenbestie nochmal verwandeln. Ich habe neue Spruchrollen. Alles gar kein Problem. Und ich... Ah, ich wollte Axtkampf lernen. Shit, kann mir... Oh, warte mal. Kann mir der Ogre... hier beim Banditenlager eigentlich auch Axtkampf beibringen? Wenn nicht, würde ich ganz gerne nochmal zur Stadt teleportieren. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Yes! Warte, Ring abziehen. Damit es nicht so teuer ist. So. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Du bist jetzt stark. Du kannst kämpfen wie Oger. Was heißt das? Du brauchst nur eine Hand für Waffe. Klasse. Was? Dann kann ich ja ein Schild benutzen. Mhm, Konterparaten können deinen Gegner verletzen, sehr gut. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Ich zeige dir was Lustiges. Wenn du Waffe von Feind wegschlägst, kannst du ihm wehtun. Wie das? Du musst nah an ihm dran stehen, dann haust du Waffe weg und haust Feind gleichzeitig. Das ist lustig. Nein, ich habe nicht genug Gold. Schläge mit der Waffe aus der Kategorie Axt sind schneller. Oh, das brauche ich. Das brauche ich. Gut, ich check. Ich verkaufe einfach nochmal ein bisschen was. Ah, schon wieder Goldmangel. Ich brauche nicht viel. Ich brauche nur 400. Das kriegen wir doch irgendwie hin. Was können wir denn verkaufen? Was haben wir denn? Ach komm, ich verkaufe die Helme. Die sind sowieso scheiße. Bei den Rüstungen tut es mir immer so weh, die zu verkaufen. Aber ich brauche sie nicht mehr. Komm, weg damit. Ich brauche sie nicht mehr. Oh, ich habe hier ein Amulett des Zauberers. Wo habe ich das denn gefunden? Wahrscheinlich in einem Tempel, ne? Ich habe mir da nicht jedes Amulett ganz genau angeguckt. So, was habe ich hier noch? Irgendwas doppelt? Ring des Duellanten? Der benutze ich eh nicht. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Gold. Genau, wir können noch eine Stufe, dann habe ich mit dem Ring sogar Stufe 9. Axtkampf. Dann bin ich mal gespannt, ob das Auswirkungen haben wird. Let's go. Gut, dass mir nochmal eingefallen ist mit dem Axtkampf. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Du bist langsam. Du musst schneller schlagen. Wie mache ich das? Sei wütend wie ein Oger. Da bist du schnell. Die Erklärungen sind auch Gold wert, ey. Du kannst eine Konterparade deines Gegners unterbrechen. Aha. Keine Ahnung, wie das gehen soll. So. Und die letzte Stufe wäre... Du kannst beliebig viele Angriffsschläge miteinander kombinieren. Wäre die letzte Stufe. Und dann hätten wir tatsächlich alles Wichtige geskillt.
Das heißt, ich könnte dann noch Akrobatik und Schleichen lernen, wenn ich wollen würde. Weil alle anderen Skills wären ziemlich witzlos dann, glaube ich. Aber ja, mal gucken, ob ich jetzt wirklich schneller zuschlage. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Gut, dann machen wir uns mal auf in den Tempel. Wumm! Weg mit dem Ding. So, ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr, wie groß diese Tempel waren. Ich sehe hier aber Skelette. Will ich vielleicht wieder Fred als Unterstützung holen? Komm, wir holen uns mal Fred als Ablenkung oder so. Warum nicht? Vielleicht hält er ja diesmal ein bisschen besser durch. Oh yeah! Ist das schneller? Bin mir unsicher. Sind wir wirklich schneller? Oh, hier ist ein bisschen sehr dunkel leider. Oh ja! Oh ja! Ja! Oh ja! Ja! Da bin ich in den Schlag von Hexenmenschen reingelaufen. Okay, die machen immer noch unglaublich viel Schaden. Holy moly. Vielleicht sollte ich so langsam auf mein Stärke-Amulett verzichten und da wirklich ein Amulett anziehen, das mich schützt. Wollen wir es mal probieren? Einfach mal austesten? Amulett des Kämpfers. Guck mal, das gibt auch trotzdem nochmal Stärke. Ich guck gerade. Schutz vor Klingen. Ja, eigentlich ist das ja die beste Wahl aktuell zum höheren Schutz. Wir probieren es mal, ob das irgendwas bringt. Oh yeah! Los, Fred, überlebe! Oh, yeah. Ah ja, die Konterparade macht tatsächlich einen Millimeter Schaden. Habt ihr es gesehen? Das ist ja cool. Ja, doch, ich habe ein bisschen das Gefühl, schneller zuzuhauen. Ah, aber die Gegner hauen immer noch viel schneller zu. Ich hab den Angriff nicht mal gesehen, weil hier so dunkel ist. Habe ich einen Lichtzauber? Gibt's in Risen 1 einen Lichtzauber, damit wir hier ein bisschen mehr sehen können? Aber wie gesagt, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Amulett hier irgendwas bringt. Ich wechsle wieder zum Stärke-Amulett. Also viel mehr geschützt habe ich mich nicht. Dann mache ich lieber ein bisschen mehr Damage. Oh yeah. So, haben wir einen Lichtzauber? Kurz mal abchecken. Lichtzauber, tatsächlich. Hui. So, Fred, jetzt müssen wir es schaffen. Wir werden doch diese beiden Echsenmenschen hier umwemsen können. Oh ja! Oh ja! Ja! Oh ja! Oh, da kommt noch ein dritter, das ist schlecht. Alter, wie viel Schaden der mit einem Schlag macht, das ist doch nicht mehr normal. Ui, das war greedy. Oh, Fred hat einen erledigt. Fred MVP. Okay, Alter, der Damage. Das ist doch nicht normal, ey. Nicht normal, sag ich dir.
So, die Frage ist, wo will ich denn jetzt als nächstes hin? Hier gibt es ja einige Gänge zum Erkunden. Da sieht so aus, als würde ich zwei Wüsten brauchen. Und ich höre eine Aschenbestie. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Na, mal gucken. Ich gehe davon aus, dass in jeder dieser Kammern eine Büste zu finden ist. Das werden wir allerdings in der nächsten Folge erst rausfinden. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer bewerten und kommentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.